So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy VI Advance. In der letzten Folge hatten wir die Stadt Moblitz mal besucht und Terra nachgeschaut. Sie ist am Leben und leider hat sie gegen Hunbaba leider verloren. Wir hatten einmal Hunbaba jetzt in die Flucht geschlagen. Nun sind wir mit den Chocobos direkt nach Nikea gekommen, und zwar am Schlangenpfad. Ihr wisst schon selbst, früher war das noch ein Fluss gewesen, jetzt ist es nicht mehr da, denn es ist natürlich alles ausgetrocknet. Wir sind jetzt nun in der Stadt, wo wir auch hingehen müssen, und zwar in Nikea. Wir waren schon damals dort, als wir mit Sabin und Cyan gekommen sind, auf dem Weg nach, wir müssen jetzt in dieser Stadt, wo wir jetzt dann auf dem Weg waren nach Narsch. Wir können jetzt mal kurz anschauen, was wir noch brauchen. Ich glaube, wir können jetzt einmal aufstocken. Nicht so viel ist, aber ich glaube, High Potions brauchen wir nicht so viel. Wir schauen jetzt mal kurz um. Vorerst. Da gibt es noch ein Runenschwert. Wir haben ja ein Runenschwert. Zwei Runenschwerte. Zauberschwert gibt es. Ich glaube, das könnten wir für mal sehen, ob das hier auch bringt für Terra. Vielleicht können wir das hier geben für ihr. Wir gehen jetzt mal kurz nach unten. Mal sehen. Der Chef dieser Banditen, ein gewisser Gerard, hat heftig mit mir geflirtet. Sah nicht einmal schlecht aus, der Typ. Okay. Gerard heißt dieser Typ. Unser alter Boss starb an jenem Tag. Der jetzige heißt Gerard. Den haben wir hier in Nikea getroffen. Gerard. Unser Boss plant einen Bruch in die Burg Figaro. Der Speicher da soll voller Schätze sein. Als wir in die Kerkerwand durchbrochen und etwas gegraben hatten, stießen wir auf das Nest eines riesen Erdwurms. Von dort sind wir raus an der Oberfläche. Wir haben durch ein geheimes Tunnelsystem zur Burg Figaro gelangen. Niemand außer uns kennt das. Wir sollen langsam los. Na gut, das werden wir schon jetzt rausfinden. Wir folgen ja mal zum Typen hier. Jetzt runtergehen. Verfolgen wir die. Wir müssen mal Gerard finden, der irgendwo hier sich befindet. Was willst du? Edgar, bist du das etwa? Dem folgen wir mal. Ja, der redet etwa. Ja, der NPCs stehen ja mitten im Weg. Edgar? Keine Ahnung, was du willst. Hey, Kleiner. Nimm die da. Ich bin beschäftigt. Wir brechen bald nach Figaro auf. Lass mich in Ruhe. Jetzt tu doch nicht so unwissend, Edgar. Oder hast du etwa dein Gedächtnis verloren? Hört, es drückt mein Herz, eine so wunderschöne Frau wie euch enttäuschen zu müssen. Aber seit meiner Geburt bin ich als Gerard der Grube bekannt. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Niemand außer Edgar würde mit einer Frau flirten, die so loswerden will. Humbug. Es ist eines Mannes Pflicht, einer Dame gegenüber höflich zu sein. Und jetzt entschuldigt mich. Er tut so, als wäre er Gerard, aber da er so nett ist, das macht sich schon ziemlich verdächtig. Ihr kennt also einen Weg in das Innere von Burg Figaro? Yo, Boss!
Dann führt mich hinein, sobald wir in der Burg sind. Werde ich die Route weisen. Dann schmuggeln wir uns jetzt mal ins Schiff rein. Denn nur so kommen wir dann denen nach. Jetzt gibt es eine kleine Schiffsfahrt. In die Fahrtrichtung, wo auch immer es schippert. Zerstörte Welt. Wir schippern jetzt in diese Ortschaft. Wir folgen jetzt mal die Bergräuber hier. Ein Kahn bringt dich nach Nikea. Okay, da können wir jetzt nochmal Stadt umsehen. Also wir können mit diesem Schiff noch wieder zurückgehen. So, wir sind jetzt mal in Südfigaro wieder angekommen. Die Stadt scheint wohl jetzt eher noch unverändert zu sein, nur die Welt sieht total noch weiterhin zerstört aus. Also Südfigaro sieht mal total unversehrt aus. So Leute, ich habe jetzt fast vergessen, wir sind jetzt in der falschen Richtung gebogen. Wir müssen natürlich zum Gasthaus. Denn dort geht es jetzt natürlich weiter, denn dort treffen wir natürlich diesen Gerard, der natürlich jetzt sich dann einquartiert hat in das Gasthäuschen. Schauen wir mal jetzt nach, ob wir noch was finden. Hier ist nichts, glaube ich. Alles sieht ja unverändert aus, wie schon gesagt. Da ist Gerard. Haret aus. Ich werde euch helfen. Hm? Du schon wieder? Edgar, was hast du bloß? Boss, alle Vorbereitungen sind getroffen. Es kann losgehen. Du täuschst dich. Gib endlich auf. Irgendwie Gerard benimmt sich sehr merkwürdig. Aber dieser sogenannte Gerard wird dann sich dann bald enthüllen. So, ich muss jetzt irgendetwas machen, dass es dann gegen Verwirrung hilft für uns, weil wir sind jetzt natürlich. So, mal sehen, gegen Verwirrung muss auch irgendwas geben. Einkesselung verhindert Hinterhalt und Einkesselung. Das war Gift. Nee, das ist nicht. Reflex auch nicht. Komfort. Andachtsring, ja. So, mal sehen. Kritischen Zustand, Spiegelring. Meisterumhang geben wir mal für ihn. So, ich glaube, da können wir nichts geben für Sabin. Wir werden jetzt natürlich dann ihn verfolgen, aber vorerst tun wir noch schnell heilen. Und wir gehen jetzt dann natürlich zur Höhle, was natürlich westlicher befand. Natürlich, ihr wisst schon selbst, die Figaro-Höhle. So. Na dann lass uns anfangen. Ich glaube, es ist so großartig, sind, brauchen wir jetzt nichts zu herrichten. Ich weiß, die Folge wird jetzt ein bisschen ziemlich sinnlos sein. Wir werden jetzt eher weniger Kämpfe machen und mehr Einkäufe als Kämpfe machen. Oh ja, Südfigaro sieht ja wie gesagt total unverändert aus. Nur, dass jetzt die Welt ein bisschen verwirkt ist. Aber es sind noch einige Leute, die unversehrt blieben.
Okay, schauen wir mal, was wir jetzt noch kaufen können. Wir können jetzt noch mal kurz aufstecken ein paar Items und jetzt die alte Oma geht jetzt auch noch auf den Weg. Mann, beeil dich. Ah, der hat ziemlich lange bis er endlich bewegt. So. So. Ein Heilmittel habe ich ja bereits viele. Zelte auch, das müsste auch reichen. Für das gelingliche Abenteuer. Das herkömmliche Abenteuer, was wir jetzt durchziehen. Weil so viel werden wir jetzt auch nicht nur im Festland rumlaufen. Denn früher oder später bekommen wir noch ein Luftschiff, aber ich möchte es nicht sagen. Ups, ich habe schon gerade gespoilert. Ich habe es gespoilert, aber weiß nicht, wo genau. Gut. Machen wir uns jetzt auf den Weg nach Westen und dann speichern wir mal. Und dann gehen wir mal rein. Die geheimnisvolle Hölle und da befindet sich ein Charakter, den wir schon wahrscheinlich davon gehört haben. Mann, wird der falsche Flickstack eingesetzt. Setz diesmal. Na komm. Na, die Blitzzeug muss ich echt merken. Weil ich weiß ja selber, dass Savi noch eine weitere Attacke dann erlernen wird später. Einige Level später. Wenn jeden einzelnen Mitstreiter natürlich hochleveln, dann, wenn wir dann im Finale sind. Dieser Tunnel sind extrem gefährlich. Ich werde vorgehen und die Monster aus dem Weg räumen. Wartet hier. Wir folgen ja mal den Herren hier. Gut, dann machen wir uns auf den Weg jetzt. Das ist doch dieselbe Hölle, die wir schon damals betreten haben, wenn ihr schon da mit habt. Und das Viech kennen wir schon bereits. Dante ist natürlich dieser selbe Kämpfer, den wir schon wieder falsch eingesetzt. Ich habe eine der Runtertaste zu viel genutzt. Ich mache jetzt manchmal so viele Schlampereien hier in Final Fantasy 6. Sehr gut, Bann hat sie noch gelernt. Die Truhen sind ja natürlich schon aufgemacht worden. Und wieder habe ich es verkackgeiert. Bucket. Die Attacke ausgeführt, verdammt, scheiße. Ich habe doch zweimal runtergedrückt, warum hat es dann vorhin mit 3 auch nicht geklappt? Was? Da bin ich jetzt so dumm, dass ich hier einfach nur einen Missklick mache. Wieder daneben, oder? Ich weiß nicht mehr die Technik mehr, Leute. Ich habe jetzt echt so viele Parts gedreht, dass ich jetzt schon vergesse die Attacken. Ah, super, dieser Kampf wird jetzt einen klein wenig lange dauern. Ah, hör auf mich zu knuddeln. Ich bin ein Knuddelbär.
Der Kampf kann ja ewig lange dauern. Als ob es daneben trifft, was ist jetzt da los? Jetzt rege ich mich jetzt langsam auf. Und ich vergesse wieder meine Attacke. Mann! Irgendwann muss es treffen, ich hasse es. Ich muss mal jetzt den Bitstack wirklich mal nachschauen, ey. Ich vergesse es immer wieder. Ein weiterer Andachtsring, sehr gut. Das habe ich auch gebraucht. Vom Fuß und Berserker, das ist sehr wichtig für uns. Mal schauen, wie kriegt der Blitztag nochmal? Ich habe echt vergessen. Echt? Links, unten, unten, rechts. Ich habe ja richtig getippt, aber ich weiß nicht, warum zählt es nicht. Entweder ist es ein Bug. Oder die Steuerung ist echt nur verklemmt. Naja, da sind wir auch schon. Und wie geht es nun weiter? Komm schon, sei ein braves Schildkrötchen. Hier rüber, gib auch leckere Schmackofatz. Das Schildkröte haben wir doch mal gesehen damals. Erinnert ihr euch noch? Damals in Part 4 von Final Fantasy 6, der war auch noch hier. Ist der Boss? Ganz einfach. Gut ab. Danke, Boss. Hatte früher mal eine Schildkröte als Haustier. Ja, springt ihr alle auf den Rücken und Siegfried verfolgt denen auch noch. Der sogenannte Schwertkämpfer, der sich immer so besehnt, der beste Schwertkämpfer im Spiel. Obwohl er eher der größte Loser der Welt ist. Sozusagen. Die Gegner sind nicht ganz ohne hier. Jetzt hat es einmal geklappt. Jetzt macht das Spiel wieder Bock, ne? Ich habe links, unten, unten, rechts gedrückt. Nicht links, unten, unten, rechts. Zweimal unten. Versuche mich jetzt wirklich auseinanderzunehmen. Wieder ein Andachtsring, sehr gut. Die Truhen wurden jetzt geplündert von Siegfried. Aber ich glaube, da gibt es noch einen Weg nach oben, wie ich mich recht ansehe. Sorry, dass ich mich jetzt kurz so aufgeregt habe, weil... Es ist irgendwie lästig, irgendwie rauszufinden, welche Attacke richtig ist und wie man die Blitze einsetzt. Das ist ein bisschen nervig, wenn man das schon lange Zeit nicht mehr gemacht hat. Siegfried, was machst du denn hier? Wir sollen uns etwas beeilen. Seid ihr bei Bewusstsein? Halt noch ein bisschen durch. Naja, bin nicht ganz danach aus, dass er ganz gut beim Bewusstsein ist. Das ist das Schloss Figaro. Ich kenne es schon. Es hat tatsächlich überstanden, die Krise. Er ist auch schon niedergeschlacht worden. So, hier mal ein Kopfgeldjäger. Ich hoffe, dass wir bald einen Safe Point hier finden. Okay, Wandsicheln bringen ja leider nichts mehr. Und die Kopfgeldjäger halten sehr viel aus. Wir gehen jetzt mal nach unten. Jetzt ein kleiner Dungeon sein jetzt für uns. Die Musik kennen wir schon sehr gut. Das ist natürlich die Musik der
natürlich der Rückkehrer ist. So. So, da gibt es auch zwei Wege. Wir gehen jetzt mal nach links, bevor wir dann in die Mitte gehen. Brandsichel bringt dir leider nichts, mein Freund. Ihr könnt mich nicht knuddeln, ich bin knuddelsicher. Weil die Ultima-Waffe leider nicht so viel bringt. Und die geben uns richtig viel Geld, das ist mal richtig nett. Königskrone haben wir hier gefunden. Nice. Das ist natürlich eine Keller voller Leichen. Aber das sind schon eher nur die bewusstlosen Wächter von... Ach, ich habe eines zu viel genommen jetzt wieder. Crap. Aber die Humpties sind ja nicht so die größten Problemkinder. Ich kann den Blitzdeck jetzt nicht mehr so gut nennen. Oh, super, jetzt hat ein neues Blitzdeck erlernt. Nice. Was ist das jetzt diesmal? Klingensturm. Oben, unten, rechts, unten, 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 links. Also oben, oben, rechts, unten, 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 links. Können wir mal probieren. Aber diese Attacke hätten wir schon gerne gebraucht jetzt. Oben, oben, rechts, unten, 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 links. Muss ich mal probieren. Im nächsten Gegner-Encounter durch mal testen. Das ist auch eine sehr starke Attacke. So. Noch weiter unten im Keller. Hier gibt es noch einen Turbo-Ether. X-Potion. Und ich glaube, vorher kommt jetzt noch ein Bossfight dann auch noch. Ach, genau jetzt richtig kommen noch diese Gegner. Oben, unten. Rechts, unten, 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 links. Alter, was ist da los? Warum geht das jetzt nicht? Ich habe doch richtig getippt, oder habe ich mich jetzt vertippt? Oben, unten. Links, unten, unten, unten. Hey, ich weiß nicht mehr die Attacke mehr. Verdammt. Okay, nochmal heilen. So geht's nochmal. Bin echt. Ich vermerke diese die Attacken nicht richtig. Oben, oben, links, unten, 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 rechts. Wie funktioniert das nicht? Habe ich etwas falsch getippt? Schreibt in die Kommentare, ich glaube, entweder ist der Angriff, habe ich es auch richtig eingegeben. Ich merke es nicht so richtig. Oben, 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 rechts. Unten, unten, unten. Links. Habe ich doch getippt? Warum zeigt es nicht an, bitte? Oder muss es noch weiter gelernt werden? Macht das nur, was es will, das Spiel vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, egal. Ich brauche mich nicht beschweren. Königskrone können wir mal ihm geben. Thank you.
Kristallhelm für Celeste können wir geben. Wo es tatsächlich jetzt dann um Edgar handelt, wenn wir dann bald herausfinden. Ich versuche es noch einmal, weil es kann ja nicht sein, dass ich nicht, dass ich weiß. Oben, oben. Links, unten, 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 rechts. Es klappt nicht. Ich glaube, entweder ist das Spiel verbuggt oder ein Programmierfehler hat es da gegeben. Diese Anzeige. Keine Ahnung. Oben, oben. Rechts, unten, unten, unten. Links. Ich weiß es nicht mehr. Meine Fresse, warum geht es nicht? Ich reg mich jetzt wieder auf. Es ist wieder ein Part zum Aufregen heute. Dass der Blitzdeck nicht funktioniert. Oben, oben. Rechts, unten, unten, unten. Links. War es umgekehrt? Ich hab doch keine Ahnung. Oben, oben. Rechts, unten, 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 links. Oder dann oben, oben, links, unten, 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 rechts. Hey. Mann, jetzt trifft doch endlich. Meist dann bald den Controller gegen die Wand, ey. Oben, oben. Links, unten, 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 rechts. Und das ist links, links, links. Ist nicht mehr. Ich weiß nicht, was haben die da bei der GBA-Version dabei gedacht, so eine Technik zu machen, die schief nach links und schief nach rechts geht. Das begreife ich irgendwie nicht bei diesen Programmierer. Das bringt euch total in die Irre. Müsst ihr links und rechts und oder links unten, rechts unten drücken? Ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz nachschauen, weil das kann nicht sein, dass der Blitztag nicht funktioniert bei mir. Ich muss mal kurz anschauen, Leute, weil das ist jetzt ein bisschen zu blöd. Ein bisschen zu blöd. Racer Gale. Ich weiß nicht, was da falsch gelegen ist. Entweder hat es einen Bug. Ich weiß nicht. Entweder hat das Spiel jetzt einen Bug bekommen oder was, dass es nicht funktioniert richtig. Aber egal. Ich brauche mich nicht beschweren. Ich werde es dann irgendwann meistern. Vielleicht finde ich es raus. Maschinenraum. Gut, Leute. Ich weiß, ich habe jetzt schon viel aufgeregt, aber wir werden es im nächsten Part weitermachen. Wir haben mindestens jetzt den Raum jetzt gefunden, wo wir jetzt gehen müssen. Ich werde es mal kurz meistern. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt leider ein Save-State hier machen, weil es gibt kein Save hier in dieser Stelle. Also bis zum nächsten Mal. Falls euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VI. Dann gehen wir schon gegen den Boss ran. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!